Es gibt ein neues Mysterium auf YouTube, das es wert ist, besprochen zu werden. Bereits seit Tagen fragen Leute an, ob ich nicht über dieses Thema einmal sprechen könnte. Ich werde auf Instagram, Facebook und Twitter zu bombardiert mit Nachrichten, die von diesem Thema sprechen. Ich habe mich dann die letzten Tage mal in die Sache reingelesen und tatsächlich scheint etwas auf YouTube nicht normal zu sein. Ich rede in diesem Video nicht von Elsagate, ich rede von dem wohl größten YouTube-Mysterium, das es zurzeit gibt. Ich rede nämlich gerade von dem Livestream des Kanals Patrice Wilson. Zunächst einmal, wer ist überhaupt Patrice Wilson? Patrice besitzt einen YouTube-Kanal, der recht viele Abonnenten besaß, ungefähr 44.000, als er noch wie gewohnt seine selbstproduzierten Musikvideos dort hochgeladen hatte. Ob man diese Videos und die Musik nun mochte oder nicht, sie waren aufwendig produziert, auch wenn die Themen und Videoausschnitte, die er benutzte, manchmal etwas seltsam waren. Ein ganzes Lied drehte sich zum Beispiel nur darüber, dass Patrice einem 11-jährigen Mädchen Tipps gibt, wie sie mit einem Jungen ihrer Träume zusammenkommen kann und so weiter. Es sind seltsame Liedtexte hier und da, doch nichts zu seltsameres. Wenn man mal als Vergleich Poppy nimmt, sie hat abstruse Texte, die dennoch gut klingen und hat damit eine unfassbare Fanbase. Daher ist das, was Patrice normalerweise tat, nichts Seltsames. Doch eben mit diesen Videos lenkte Patrice die Aufmerksamkeit von H3H3 auf sich. Für alle, die diesen Kanal nicht kennen, dies ist ein amerikanischer Kanal, der von Ethan Klein und seiner Frau geführt wird und über 5 Millionen Abonnenten besitzt. Ethan hatte sich bereits mehrfach mit dem Content von Patrice beschäftigt und sich in einigen Videos konstruktiv, aber humorvoll über diese Videos ausgelassen. Und auch dies war an sich nichts Seltsames. Doch nun passierte etwas Merkwürdiges auf dem Kanal von Patrice. Denn von einem auf den anderen Tag wurden alle seine Videos, die ungefähr 50 Millionen Aufrufe zusammen hatten, offline genommen. Und das Avatarbild des Kanals änderte sich zu einem seltsamen Mann, der eine Kapuze über den Kopf gezogen hatte und in einem dunklen Raum stand. Dies war schon an sich merkwürdig genug, doch dann kommt plötzlich ein Livestream online mit einem Countdown. Ein Countdown, der anfing, von über 300 Stunden rückwärts runterzuzählen. Es gab keine Informationen, was dies zu bedeuten hatte, keinerlei Infos, was mit Patrice und so weiter passiert ist und so weiter. Das einzige, was man als Input erkennen konnte, war der Titel des Streams. Hashtag unterstrich O unterstrich O unterstrich O gleich 65 LT at 66-6-H3H3. Auch hier ist nicht wirklich etwas zu erkennen, das einem Aufschluss gibt, was es mit diesem Stream auf sich hatte. Doch was man erkennt, ist das Ende, das H3H3. Also ist dieser Stream vermutlich an Ethan und seinen Kanal, also auch an seine Community gerichtet. Auch dieser sprach diesen Stream in einem seiner Podcasts mit dem bekannten Rapper Post Malone an. Und in diesem Podcast bemerkten sie etwas Seltsames, denn dieser Stream bestand nicht einfach nur aus einem Countdown. Denn ab und zu hörte die Zahl, die eigentlich immer langsam bis zum 1. Dezember runterzählte, auf zu zählen. Sie verschwand immer für einen kurzen Moment und seltsame Videos wurden dann eingespielt. Man sieht in diesen Videos zum Beispiel häufig einen seltsamen Vorhang, der sich bewegt, als würde jemand dahinter stehen und die ganze Zeit an diesem Vorhang leicht rütteln. Dann sieht man einen seltsamen weißen Raum, ein großes scheinbar verlassenes Haus, komische Aufnahmen des Gartens oder auch Patrices Füße, wie er einen Gehweg entlang geht und dabei seltsame Dinge vor sich hin murmelt, als würde er mit jemandem sprechen, obwohl er alleine ist. Außerdem hatte er mitten im Livestream live mit verstellter und bearbeiteter Stimme eine kleine Rede gegen Internetmobbing gehalten. Wie kaputt die Menschheit doch ist, dass man eher zusehen würde, wie jemand geschlagen und getreten wird, vielleicht es sogar filmt, bevor man auf die Idee kommt zu helfen. Es klingt die ganze Zeit so, als hätte er einen Hass gegen die Menschen. Und all diese Szenen sind extrem seltsam. Doch was ist nun an der Sache dran? Was hat es mit diesem seltsamen Livestream auf sich? Zunächst gibt es eine Theorie, die von den Kommentaren häufig angeführt wird. Denn viele Leute fangen an, Theorien aufzustellen, dass es sich bei Patrice um einen Mörder handelt. Um einen seltsamen Serienkiller, der mit diesen Aufnahmen zeigt, wo er seine Opfer umgebracht hat oder beerdigt hat. Und dass am Ende des Countdowns, also am 1. Dezember, er sein nächstes Opfer umbringen wird und irgendwo wieder vergräbt. Dies ist natürlich nur eine Theorie ohne jegliche Beweise. Es ist wie eine nette Geschichte oder besser gesagt eine gruselige Geschichte, die zu diesen seltsamen Vorkommnissen passt und dem Ganzen ein bisschen Spannung gibt. Doch das Internet hat allgemein auch überlegt und eine Lösung gefunden, die auf den ersten Blick scheinbar Sinn ergibt.
Ihr müsst wissen, Patrice arbeitet nicht alleine. Er gehört zu einer Firma oder einem Netzwerk namens Sonic Media Networks. Und eben diese Firma bringt demnächst eine eigene Mystery-Horror-Sendung raus. Und dies genau am 1. Dezember, dem Tag, an dem der gruselige Livestream zu enden scheint. Und auch im Trailer der Horror-Sendung lassen sich Hinweise auf eine Verbindung des Streams mit der Sendung finden. Man sieht einen ähnlichen Duschvorhang, einen weißen Raum, ein seltsames, scheinbar verlassenes Haus und so weiter. Und da hat man die Verbindung. Sofort könnte man alles als eine kluge Marketingkampagne sehen oder als Versuch, dass Patrice nun mit dem Reset seines Kanals weg von der Musik und hin zum Schauspiel gehen möchte. Doch auch wenn dies auf den ersten Blick Sinn ergibt, ist dies nicht eindeutig. Der Duschvorhang hat Ähnlichkeiten mit dem aus dem Livestream, ist aber nicht derselbe. Der weiße Raum ist scheinbar ein anderer und auch das verlassene Haus ist nicht wirklich das, was man im Trailer sieht. Zudem stellt sich die Frage, warum Patrice Werbung für eine Show machen sollte, an der er allen Anschein nach nicht einmal beteiligt ist, weder als Produzent, Schreiber noch als Schauspieler. Nur weil man in einem Studio oder einem Netzwerk angehört, muss man nicht Werbung für Dinge machen, bei denen man nicht involviert ist. Natürlich kann diese Theorie trotzdem stimmen. Doch einfach zu sagen, dass es nun so ist, weil diese Sachen scheinbar zusammenpassen, finde ich falsch. Denn auch wenn manche Dinge seltsam gut zusammenpassen, sind es keine klaren Indizien. Auch scheint Patrice diese Theorien mitbekommen zu haben und blendet ab und zu Sätze oder Bilder ein, die scheinbar eben diese Theorie ins Lächerliche ziehen soll. So etwas würde man nicht tun, wenn man damit Werbung für eine Sendung macht, die man promoten will. Und tatsächlich gibt es keine klare Antwort, was es mit diesem Stream nun auf sich hat. Auch eine Ansprache gegen Cybermobbing, die er Patrice gemacht hatte, wurde wieder offline genommen vom Kanal und die neue Sendung seines Netzwerks scheint sich auch nicht um Cybermobbing zu drehen. Letztendlich bleibt es einem nur übrig abzuwarten, was noch alles in dem Fall Patrice passieren wird. Denn in der Vergangenheit haben wir gesehen, was alles in Livestreams passieren kann. Denn viele Livestreams sind ins Nichts gelaufen und nichts folgte am Ende oder es war einfach nur Marketing. Aber es gab schon Livestreams, wo Menschen misshandelt, vergewaltigt und geschlagen wurden, wo Leute durch die Nachbarschaft mit dem Auto fuhren und aus dem Fenster auf Menschen schossen und dabei sogar welche umgebracht haben. Und wo Kinder schreien und weinen und vieles mehr. In Livestreams, die heutzutage jeder machen kann, ist alles möglich. Und da es live ist, kann YouTube nicht wirklich verhindern, was dort gezeigt wird. Allerdings sind sich viele Leute in den Kommentaren auch sicher, dass vermutlich noch vor Ende des Streams die Polizei eingreifen wird, da dieser Stream schon mehrfach gemeldet wurde. Ich möchte jetzt gerne noch einmal von euch wissen, was haltet ihr von dieser Patrice-Sache? Denkt ihr, es handelt sich um eine Marketingaktion oder steckt mehr dahinter? Ich denke, es wird irgendetwas Gruseliges kommen, womit Patrice versucht, Aufmerksamkeit zu bekommen. Ob es nun wirklich grausam wird, also ein echter Mordfall oder sonst was, wage ich aber zu bezweifeln. Gut, das war dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dahin, tschüss.